Weihnachten, Leute! Es ist Zeit für Michigan Report from fucking Hell, Digga. Habe ich schon öfters im Stream erwähnt, dass ich das mal irgendwann mal streamen will. Und es, der Kalender ist der perfekte. Das perfekte Event für dieses wundervolle Spielchat. Ja, Michigan Report from Hell, oder wie das heißt, ist im Großen und Ganzen ein kleines Horrorspiel, wo man den Kameramann spielt von einem Reporter-Team. Ja, wir sind irgendwie zu dritt, zu viert irgendwie unterwegs, irgendwie die Reportage-Leiterin oder so, der Mikrofonmann und halt der Kameramann. Und wir spielen den Kameramann und wir müssen halt die Reportage filmen. Und es passieren Dinge. Ja, weil wir wollen wohl irgendeine Reportage filmen um irgendwelche Monster, Zombies, Dämonen. Ich habe keine Ahnung von der Story. Ich habe es halt nie gespielt. Ich weiß nur, es existiert. Es ist ein bisschen trashig. Leute lieben es, weil es ein bisschen trashig ist. Und ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich freue mich sehr drauf. Und es soll ja auch nicht allzu lang sein. Sprich, wir könnten das in einem Stream komplett durchballern. Das ist auf jeden Fall der Plan für heute. So. Resi 7 Demo einfach, nee. Resi 7 Demo war doch damals Peak. Mit den Secrets und so, wo alle Leute nach diesen Secrets gesucht haben und so. Das war damals, glaube ich, ziemlich geil. So. Okay, Steuerung funktioniert. Sub-Alert funktioniert. Den hat gerade Pokada getestet. Dankeschön für 33 Monate, Pokada. Michigan Report from Hell. Yeah! Okay. Let's go, Chat! 60 Hertz. Wo gehe ich? In welche Ecke gehe ich? Das werden wir gleich herausfinden. So still hier. Habe ich überhaupt Ton? Ja, es ist von fucking Grasshopper. Und Kushimikere, Dankeschön für 19 Monate. Vielen, vielen Dank. Konntest du kein Deutsch, was wir? Es gibt kein Deutsch. Immoral! Chicago! Boah, sind das gerade echte Aufnahmen? Hintergrund, der Zaun? Mist! Ja, das sind echte Aufnahmen. Nice. Report. Junge, was ein Intro. Ist ein starkes Intro. Michigan Report from Hell. Das Intro wirkt gar nicht mal so kacke, nur ein bisschen lang. Das Spiel ist ja auch wundervoll. Es ist quasi wie Deadly Premonition. Hoffe ich. Es ist also
Scheiße, aber gute Scheiße. Was ist das für ein brutales Spiel? Ja, willkommen zum Freitag. Hier spielen wir nur so krasse Sachen. Ja, Button, RAM. Oh, ich kann sogar wirklich rammen, lol. Ich sehe in dein Herz und ich sehe gute Scheiße, schlechte Scheiße, genau. Yo. So you're the new cameraman, huh? I hear you're a rookie. The name's Briscoe. I'm the sound guy. Nice to meet you. That's Pamela. You've seen her before, haven't you? She's Zaka TV's star reporter, after all. Hey, you're pretty lucky to be teamed up with Pamela right off the bat. But don't go getting any funny ideas about her, you hear me? Of course, Pamela probably wouldn't give you the time of day anyway. Stimmt, ein sickes Shirt. Das kommt mir bekannt vor. Jedes Mal, wenn ich darüber rede, dass ich das streamen will, gibt es immer Leute, die sagen mir, das hat Moggy gestreamt. Also vielleicht gehörst du zu den Leuten, aber hast du es vergessen. Oh well. Don't let it bother you. Now then. I'll be teaching you everything you need to know about TV news coverage. Listen up and do exactly as I say. Okay. Move near Briscoe. Of course. A cameraman's number one job is to be able to shoot things properly. It doesn't get any more basic than that. Noch nicht, okay. Aber ich kann schon zoomen. You know what to do, right? Okay. First off, try shooting that box there. Halt ihm die Kamera direkt ins Gesicht, ja, tue ich ja. Das wird ein guter Film. Das wird ein guter Film. Okay, ich soll eine Box filmen. Reicht das? It's just an ordinary box. Okay, das reicht. Fine. You should be able to do at least that much if you call yourself a cameraman. Number two, you gotta have an eye for scoops. Can't just let them pass you by. Just pointing the camera at things will never get you a scoop, you know? If you want a scoop, you gotta get out there and make one. Chet, was ist Scoop? And you can't just stand there like a stick. You gotta move around. Up high, down low. You gotta shoot the subject Drama. From every angle. Ein Hund. Scooper? Scooper the dog. Move around and now try to find some of these, was? Scoops? Das ist ein Scoop, oder? Like a rolling storm. Boah, ich weiß nicht, ob ich da drauf klarkomme. Das Wackeln ist ja insane. Not for sale. Hab zuerst Ikea gelesen. Ja, das ist aber irgendwie ein richtig riesiger Wohnwagen, merke ich gerade, Chat. Das ist ein Wohnwagen. Was kommt denn hier für, bitte für ein Fahrzeug dran, um das hier mitzunehmen? Was? Wieso ist das so riesig? Oder bin ich ein sehr, sehr kleiner Mensch? Oh, da war was. Try zooming in on the graffiti. They also provide hints. Habe ich gezoomt? Go back to Briscoe. Okay. Größer als meine Wohnung. Junge, das ist eine Villa. Das ist eine Wohnwagen-Villa. Did you find anything? Okay, next topic. Ramming is a technique you can use in a pinch. A cameraman can only use his body, you see? He can't take his hands off the camera. Boah, das wackelt so viel. Okay, try ramming into me right now. Briscoe. Not too hard though, you hear? You ready? Okay, go ahead and try it. But take it easy. Also, wir kennen uns erst seit ein paar Minuten. Here, remember? Okay. Es geht mir ein bisschen zu schnell, Briscoe. Easy now.
Try ramming into Briscoe. Okay. Ey, dann musst du aber auch schon deinen Hintern hinhalten. Briscoe, jetzt sei nicht so schüchtern! Hey! Alright, fine. I guess you got the hang of it. I guess das wird dann irgendwie unser Kampfmove sein, wenn Dämonen kommen oder so. Dann können wir die dann immer so wegrammen. So you're the new guy, huh? I'm Pamela. Pamela Martell. Nice to meet you. Okay, Briscoe. I'm borrowing the new guy until we start shooting. Okay, fine. But there isn't a whole lot of time, you know. Don't be late for the take. It can be tough out here on location. We've got to work as a team, okay? Don't mind Briscoe. He's always like that. He's a really dependable guy, though. He'll be a big help to us both. Oh, one more thing. As a cameraman, getting scoops is important. But it's not the only thing, in my opinion. Okay, ich kann sie fokussen, das ist nice. Dann wackelt die Kamera nicht so sehr. If somebody right in front of you needs help, or if there's some kind of emergency, I think you should stop shooting and help them. Okay, mach ich. Boah! Of course, that's just my own personal opinion. But I've seen lots of cameramen that don't stop and help. But I suppose being able to film a brutal hinter ihr kommt jetzt ein Stock. Ich muss jetzt helfen. Sonst stolpert sie. If I think of it in those terms, I guess it could be a good thing. Ja, okay. Zoom doch nicht da rein. Hey, why didn't you warn me? Hey, don't just stand there filming me. Give me a hand, would you? Wird ein guter, wird eine gute Reportage wieder filmen. I see. Ich kontrolliere nicht die Kamera, es ist eine Cutscene. What a jerk. Shooting decisions. In some of the movie scenes, it is possible to stop shooting by pressing the bla bla bla. It is your oh man. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwelche wichtigen Entscheidungen hat oder so. Oder ob man einfach nur Game Over geht. Oder ob ich damit irgendwie ein Bad Ending bekomme oder so. Weiß es jemand, Chat? Geht man dann einfach nur Game Over? An unusually dense fog covers the southwestern area of Lake Michigan. Country, okay. Oder haben wir einfach nur lustige Situationen? Viral, dankeschön für 20 Monate, vielen Dank. Und Monomo, dankeschön für 31 Monate. Aber Pamela Martell muss die, glaube ich, die falsche sein. Wahrscheinlich passiert gleich immer irgendwas im Intro. Weil die eigentliche Reporterin dieses Spiels ist irgendwie wohl auch eine Bekanntheit damals in Japan gewesen. Oder ist vielleicht immer noch eine Bekanntheit in Japan. Irgendeine Star-Reporterin oder so. Und die haben sie halt als Schauspielerin okay, genommen für das Spiel. Time for a scoop. Get up. Und das war nicht diese Pamela Martell. Got your tapes? Battery okay? All right. Pamela is standing by outside. Make her look good now. And leave the sound to me. Tjonga, dankeschön. Für 4 Monate. This is a once-in-a-lifetime opportunity. Let's get it right, okay? Und inneres Partyhütchen, dankeschön, für 15 Monate. 3, 2, 1. Good evening, everyone. This is Pamela Martell. We report tonight on a strange phenomena. An unusually thick fog, the cause of which is still unknown, okay, es geht einfach nur um den Nebel. In the southwestern area of Lake Michigan, centering on Chicago. The entire city is covered. Someone screamed! Let's go! Junge, wie scheiße sie redet. Someone screamed! Let's go! Are you all right? What happened to you? Ja, das ist doch die hier, glaube ich. What are you talking about? What happened? Okay, doch nicht. Sie wird nicht die Protagonistin. Was ist das? What are you doing? Run! Get away from her! Come on, quick! Let's get back to the newsman! Was zum Fick war das denn?
What was that? What's happening? Just calm down. What's going on? What was that thing? Calm down, Pamela. Calm down? How do you expect me to calm down? It's gonna be all Digga, right. Ihr seid nur zwei Meter gelaufen. Rennt weiter. Are you just going to stand there filming? Turn that camera off. I tell you, come on, turn Pamela. It off right Quit now. It. Don't get mad at him. Useless idiot. I've had it working with losers hey, like you da two. Da ist es hinter ihr. I'm joining up with some other team. Da. What? Just ich drücke keep Dreieck. Behind you. Ich drücke Dreieck. And stop thinking you can order me Monster! Around. Wie scheiße ist das denn? Junge, da ist irgendein Monster, der mitten auf der Straße die Frau frisst. Die rennen 3 Meter weg, bleiben stehen und fangen an zu diskutieren. Und Luxi, Dankeschön für 9 Monate. Okay, vielleicht waren alle 3 nur irgendwie so Tutorial-Team und jetzt kommt das richtige Team. Und Omega Kekko, Dankeschön für 25 Monate. 39 Monate. Vielen, vielen Dank. Genau, typisch Frau, Mann. Immer nur am Labern. Nee, Resident Evil war für gestern geplant. Aber ist ja ausgefallen. Wegen Internetproblemen. Da, Ann Anderson. Ja, ich denke nächste Woche. Weil der Wochen, die Türchen sind ja noch nicht alle geplant. Also habe ich theoretisch ein Türchen für nächste Woche, weil es gestern ja ausgefallen ist. Okay. Wir fangen jetzt direkt im Gebäude an. The fruit is starting irgendwas. Wahrscheinlich zu rotten. Okay, wie funktioniert das? Ich muss näher ran. Okay. There is bloodstain here. It must have been really gruesome. Mann, die Texte gehen zu schnell weg. Ich muss schneller lesen. So funktionieren Türchen nicht. Wir kriegen jetzt 2 Spiele. Ihr habt gestern trotzdem einen Stream bekommen. Ne, etwas anderen Trash-Stream, okay? Das war eine andere Art von Trash gestern. Das zählt. Worum geht es in dem Spiel? Habe ich nicht genau verstanden. Wir haben vor 2 Minuten angefangen. Ich denke mal, wir werden es gleich alle lernen, kennenlernen. Find anybody in that room? Nobody in this room either. What a bloody mess, huh? All right. Let's give up here. There isn't anybody left in the whole hotel. Looks like it was just a false lead. Briscoe went downstairs a long time ago. And anyway, the other teams are getting the jump on us. We don't have time to waste hanging around here. We've got to get out there and find something. Huh? YouTube hat auch ein Beauty bekommen, ja. Could it be Briscoe? Und Juna, dankeschön. Für 15 Monate. Junge, wie die lossprintet. Hello? Calm down. Slow down. Somebody answer. Mom? Is that you? No, no. I'm not your mother. Help me. I can't hear you very well. Wait! Don't hang up. Where are you? The observation deck of the center building? Is there anybody else there with you?
Ich will nur kurz anmerken, das ist der Auto. Also, man kann X drücken und dann fokussiert sich die Kamera automatisch. Und okay, der Fokus ist. Just stay right where you are, okay? We're coming to rescue you. You hear me? Don't give up. We're coming, I promise. Ich suche mir das nicht aus, das ist das Spiel. Da siehst du, wenn so ein grüner Punkt aufploppt, dann kann man darauf fokussen. Und der Fokus ist auf ihrem Booty. So, keine Ahnung. There's a survivor in the center building. Let's go. Maybe we can get some leads on what's going on. Ich sehe das Problem nicht. Naja, wenn er halt auf ihren Booty fokust, wie soll ich denn ein vernünftiges Bild haben? Let's hurry. Wenn er nicht auf ihr Gesicht zielt. Guck, was ist das? Sie redet da oben. Da oben findet die Action statt. Moment mal. Okay, ich glaube, ich verstehe es. Ich finde das Bild sehr vernünftig. Buch. Bacteria and Extinction. Volume 2. Mann! Ich kann nicht so schnell lesen, ich bin dumm! Okay, es geht um Bakterien. Die Monster sind irgendwelche Bakterien vielleicht. Just an ordinary telephone. Let the reporter take care of doors. There are thick pools of blood on the floor. There's too much static to tell what's on. Diesmal geht er auf die Brüste. Vielleicht kommt darauf an, wie weit ich wegstehe. Okay, wir können zurückgehen. Aber wie sage ich ihr, dass sie jetzt die andere Tür aufmachen soll? Entscheidet sie, welche Tür wir aufmachen? Weil da steht, jo, nur die Reporterin macht die Türen auf. I guess ich darf nicht entscheiden. Human spread of bacteria, okay. Junge, dieser laute Sound. Das sind irgendwelche Collectibles, I guess. A newspapers from 3 months ago. A new strain of influenza rages. Es gibt wohl irgendein Virus, irgendeine Krankheit, glaube ich, ne? Last month's newspaper, the healing says string of disappearance in Michigan. Okay, wir gehen durch. I guess. What a guy, that Briscoe. As soon as he knows he won't be needed, he takes off. Okay, was du auch immer sagst. Ganz schön hallig hier drin, in diesem Gang. Blood is even splattered on the wall. Okay, ja, die macht alle Türen auf. Ich gehe hier einfach hinterher, okay? Sitzt da eine Puppe? Wieso hat die Puppe ein Anime-Gesicht? Die sieht aus wie ein kleines Kind, wie so eine typische, wie heißen diese Puppen, diese weißen? Und dann dieses Anime, menschliche Anime-Gesicht. Was passiert bei ihr? Ich kann nichts machen, die redet da irgendwas. Ich bin hier am Filmen. Ich mache gerade Moodshots für unseren Film. There is a doll here, it looks out of place. Junge, die Sounds. Ist weg! The corridor is blocked by a piece of furniture. Alter Chat, guckt euch das an. Dieser Gang ist einfach blockiert. Wie sollen wir auf die andere Seite kommen? Verdammt. Hast du Hallen gemacht? Nee. Ich bin halt hier in dieser Halle und da ist es ziemlich hallig. Wo ist sie?
Dark Souls 2 Level Design. The scoop indicator at the top of the screen shows what kind of scoops you have been focusing your attention on. The E on the left indicates erotic points. Who's playing the piano? Wie kriege ich erotic points? Also, warte, ich mach mal die Kamera nach unten, dann seht ihr das besser. Wir sind ganz rechts gerade oben. Und wir können wohl noch ganz viel Richtung E. Und dann gibt's ein Suspense-Ending oder ein Erotic-Ending. Als ob das ein Element ist. Also soll unsere Reportage, die eigentlich um irgendwie irgendwelche Monster geht, die soll eigentlich, damit Männer länger als 5 Minuten zuschauen, muss sie ziemlich erotisch sein, ne? I just let Pamela die. Oh, ist unser Ding jetzt. I still can't believe it. Ja, das ist er. Did it really Brozik, oder wie hieß. What kind of a way to die is that? Okay, er ist komplett what besoffen. What am I gonna tell her parents? Briscoe? Ja, Briscoe heißt er, nicht Brozik. Okay. I know. I'll tell him. Pamela was a fine reporter and a brave one. She threw herself into her work. Yeah. Pamela was pretty brave, wasn't she? I loved her. Er hat sie geliebt. Pamela. Oh nein. Why is she up to? Damn it! I didn't even get a chance to say goodbye. Nochmal, was für einen Film dreht ihr? Das weiß ich noch nicht. Das werden wir wahrscheinlich herausfinden noch. Ob das ein Erotikfilm wird oder eine Reportage. Pamela and I started together. We were always friendly rivals. Look, I wish it didn't happen either. But, you know, danger is what this job's all about. After all, Pamela knew the danger she faced. And I won't let Pamela die in vain. Ich bin stecken geblieben. That's why. Ich bin stecken geblieben. That's why we've got to keep going for her. Ich bin stecken geblieben. Let's go out there and capture the truth. Briscoe, come on. We can't do it without you. Gee. Wenn ich Fokus da drauf bin, der Balken geht aber nicht nach links. Yeah. Yeah. I guess you're right. Okay. Oh man! I gotta sober up. Think you could find me some water? All right, sure. Jetzt müssen wir mir noch helfen, auszunüchtern. Junge, wie sie mal lossprintet! Imagination. Was? Was ist passiert? Ja, das ist so ein komisches Game. Ich check irgendwie noch gar nicht, was hier abgeht. There isn't anybody here. Doesn't look like there's any water here. Wieso ist so plötzlich grün bei dir? Meine PlayStation 2 leuchtet grün. Okay, jetzt kommt ihr nach hier hin. Eine Spinne! You've got to ram and to save her. Thank you.
gerammt? Wieso liegt die auf dem Boden? Ich hab sie doch weggerammt. Ich glaube, ich hätte sie doppelt rammen müssen. Nee, die ist nur in Unmacht gefallen. Die schickt gleich auf. Oder, Anne? Immoral 13, Suspense 6318, Erotic 0. Ich bin so verwirrt. Ich habe Arachnophobie, help. Ach du Scheiße, du bist einfach sie. Du bist einfach Anne. Kapitel 2? Met with a sudden accident, ja, Spinne. I'm afraid she's dead! Wie, die ist tot? We're here! Wie, die ist tot? Man, it sure is quiet. Und wer ist die jetzt? Evacuated already? Oh, people. Mr. Ach, das ist die. Thank goodness. Die angerufen I'm hatte. So glad you're okay. Hey, it's Carly. Glad to see you're okay too. Spinne, Vorsicht! A few teams are still out covering the news. They told me to get out of the city, though. But I forgot something back here at the office. I came to pick it up just now. I see. Do you think you could wait for me for a minute? Huh? Kriegen wir jetzt jedes Kapitel eine andere Frau, wenn die andere stirbt? Okay, ist weg. Hat er gerade ein Kussgeräusch gemacht? Hast du gerade meinen Arsch geküsst? Der hat meinen Arsch gesehen und hat ein Kussgeräusch gemacht. Jetzt, wo Pamela weg ist, schnappt er sich mich. It's some kind of note. The name of the Zaka TV mascot is, was auch immer. Ich muss doch auf die andere Seite. Oh, collectible. The Zaka TV staff yearbook. Junge, wo kommt der denn her? Oh, look at this picture of you. You look weird. And this girl. Take a look. Hey. Oh nein. There's Pamela's picture. Sure, Pamela. She's so beautiful. Dame. Pamela. Look. She's smiling. You ja, know? Und rechts verdecke ich auch Text. She always looked her best when she was smiling. Pamela. Pamela. God damn it! I'll never forget you, Pamela. Der Typ ist irgendwie zu gruselig. Er trauert! So, soll er sich jetzt Mühe geben, so zu trauern, dass du dich dabei nicht gruselst? Seine Geliebte ist verstorben. Du Eisbrocken. Seems to be locked.
Oder in anderen Augen Comedy Relief. Er weint recht viel. Thanks for waiting. Wer würde denn über weinende Leute lachen? Oh, wow. That's awful. Both Pamela and Anne were really dedicated to their work. Ah, sorry. Ich habe sie gerammt, aber es hat sie irgendwie nicht gejuckt. Es tut mir leid. Ah, die Tür. There's nobody here. Where'd everybody go? Es hat wirklich hier scheiß Skill Issue. They appear to be some kind of new... went to the site of the crash, but it was all very strange. The army was acting pretty jumpy too. It's some kind of note. It's not very clear. It says Gagne. Gagne? Me? Gagne. Spinne? Maybe somebody's in the back room? Ist es nicht französisch gewinnen oder so? Ich habe keine Ahnung. Poppy? No sign of anybody here either. It's some kind of note. You can't move very fast when you are squatting if you want. I doubt there's anything of interest there. Wieso geht das immer so schnell weg? Looks like some kind of note. They appear to be some kind of news notes. Some people who didn't make it out of the city are sold in Adonis and I. Okay. Hey, that's the telephone. Zaka TV, may I help you? Hello? Da ist unser nächster Reporter dran. Sie yes. Stirbt gleich auch. Aha. Uh-huh. Okay, don't worry. Just calm down and speak slowly, okay? Me? I'm Carly Reese. Yes, that's right. From the evening news. You do? Well, thank you. Yes. Also, was so lange geht? Yes, there's definitely an evacuation advisory. I see. You can't get out of bed? Where are you? Okay, I understand. I'll be right over. Who was it? It was an elderly gentleman in a nursing home. It sounds like he's been left behind there. We're gonna go rescue him? Well, of course. No way! I've had enough danger for one day. Thank you very much. Ich hab ihr Schienbein getreten, ja. He's been left behind and he's elderly. Let the police or rescue services take care of it. Tatsächlich wird größer. But those services aren't running anymore. That's why he phoned us. Well, what else do you suggest? There's an elderly gentleman out there who needs help. We can't just ignore him. Junge, was labert ihr? Story, that's all. How rude! Of course not! God damn it! I guess we gotta go. Ich check das Game auch noch nicht. Ich bin so überfordert. You decided to go? Thank you, Mr. Briscoe. But I'm warning you, it's dangerous out there. Okay, das war ein spannendes Kapitel, I guess.
Ich bin so verwirrt, was dieses Spiel ist. Hat das überhaupt Gameplay? Ich check das Spiel null, ja, ich auch nicht. Es ist auf jeden Fall was Besonderes. Kriege ich jetzt Carly tot? Good evening, everybody. This is Carly Reese. Our news team received a telephone call. It seems an old man has been left behind at a nursing home. Here we are now at the Brody Nursing Home. Just about to begin searching the inside of the facility for the elderly gentleman. Is somebody there? Help! Please help me! Over here! Ich check auch die Anzeige nicht. Wann steigt die? Over Was muss there? Ich machen, damit die nach links oder rechts geht? Muss ich das beim Filmen Just machen? Seeing. Carly? And Briscoe too? You came to save me? Justine, what on earth happened? Who did this to you? I don't know. I have no idea. I was at the office when somebody suddenly attacked me bitte losbinden? And knocked me out. When I came to, I was here like this. Please, get me out of these things. Look at these shackles. Ach, da liegt jemand. Hast du dich so sehr fokussiert auf Carly? Whoever it was, he must be quite the sadist. Ich habe nicht auf den Schritt gezielt. Just hang on. We'll get you free from there. But how do these unlock? Well, we'll just have to look around. There's got to be some way to do it. It looks like there aren't even enough balls to play nine ball. Yes. Ja, das ist jetzt wichtig. Let's go das look war wichtig. For the missing balls. Okay, und die denken, wenn wir jetzt die Bälle sammeln, dann lösen sich die Seile von, oder wie? Cameraman, do you like this kind of stuff? Hey, what's the matter with you? Chat, was spielen wir hier? I know we gotta set her free, but... But was? You pervert! Another Dashcam-Empfehlung. Hey, Cameraman. Do you like this kind of stuff? Hey, excuse me? Wieso sind die Bälle jetzt wichtiger als die Person? Ja, die wollen jetzt irgendwie Billard spielen oder so. Oder vielleicht denken die, man braucht alle Bälle, damit dieser Mechanismus aufgeht oder so. Ich habe keine Ahnung, wieso die jetzt auf einmal fucking Bälle sammeln wollen, anstatt die Frau zu befreien. Den Kopf nicken? I don't know, but I think I could get into this kind of stuff. Was ist denn mit ihm los? Hey, excuse me? Das dumme Geräusch. I don't know, but I think I could get into this kind of stuff. Heilige Scheiße. You pervert! Was
Was hat denn der Grasshopper geguckt, Alter? It's no use. Guns won't work against that thing. Okay, Hinweis. Diese komischen Soundgeräusche, die immer so ultra laut sind. Es ist so weird. Dieses ganze Game ist so weird. Was ist das? Sind das Pizzakartons? Ich will sie anvisieren. There is something there. Here. Okay, aber ich kann mich nicht bücken. Ich kann da nicht rein. Let the reporter take care of doors. Ja, aber ich habe halt keine Ahnung, wie ich hier hinlocke. Die steht jetzt unten an der Tür und macht nichts mehr und wartet, bis ich die Tür öffne. Das haben wir vorhin auch schon gehabt. Vielleicht kann ich auch gar nicht öffnen. Das ist vielleicht einfach nur so eine andere Nachricht, anstatt es ist geschlossen. Das war kein Erotikmagazin, das waren Pizzaschachteln. Da ist eine Kugel. It's the nine ball. Ah, es waren erotische Pizzaschachteln. So, jetzt gehen wir wieder zurück und gehen durch die anderen Türen. Wo ist sie hin? Ach, da. Warum war auf den Pizzaschachteln das Gesicht einer Frau? Ja, das ist die Bäckerin. Die grinst da so und sagt, ha, meine Pizza schmeckt gut. Ist zu? It's no use. It won't open. Huh? I bet there's something important in there. Ja, da unten liegt. Oh, Junge! Man! There's another dead body. Man! Did the monsters come here too, I wonder? Die Kugel! The poor man! Hey! Look! There's a ball! It's the seven ball! Just two more, huh? Leute, was spielen hier für ein fucking Scheiß? Fucking Scheiß. Verdammte fucking Scheiße. Der steht gleich noch auf. Und greift uns an. Ist das Spiel ab 18? Nee. Und Mr. Green Apple, Dankeschön für 15 Monate. Hier scheint nichts zu sein. Ich dachte halt, das wird irgendwie so Gameplay haben, dass ich irgendwie die Monster irgendwie rammen muss oder so. Oder ich muss die irgendwie filmen, weil sie irgendwie durch das Ablichten irgendwie sterben oder so. Aber ich muss jetzt irgendeinen scheiß Erotikfilm drehen oder so. A bathtub? Huh? That water sure is a nasty color. Es gibt Entscheidungen und mehr Rennen. Ja, das dachte ich mir schon, weil die Dinge ist ja gestorben. Die Anne oder wie die hieß, die ist ja gestorben. Weil ich sie nicht richtig von der Spinne beschützt habe. Another ball. It's the one ball. Just one more left to go. Okay, noch einer.
Es ist wie Lifeline, nur ohne Sprachsteuerung. Ja, aber Lifeline hat schon ein bisschen mehr Gameplay gehabt durch die Sprachsteuerung. Also um einiges mehr. I mean, es ist, muss jetzt nicht schlecht sein, aber ich habe halt was anderes erwartet bei dem Spiel, sagen wir mal so. There isn't anything special here, is there? Es sieht aus wie eine geheime Tür. Aber sie geht einfach wieder. Vielleicht muss ich den Schlüssel finden oder so, den Schalter finden. Bücherregal. Safe, oder? Nein? Hier. Ramm durch. Oh, durchramm. Geht nicht. Vielleicht später. Also soll das jetzt ein Erotikspiel sein oder Horror? Erotik-Horror. Da war was. Nightmares as predictions. Aber egal, was ich ramme, das in der Mitte steigt trotzdem immer. Vielleicht ist es meine Ausdauer oder so. Wenn ich zu viel ramme, dann habe ich keine Ausdauer mehr und dann sterbe ich oder kipp um oder so. Oh, jetzt beim Rausgehen durch die Tür bricht jetzt ein Zombie raus. Doch nicht. Hey, look! I don't like the way that chandelier is swaying. Oh my goodness! Oh my goodness! If it does fall, it'll crash right onto Justine! Oh my, let's hurry! Glaubt, unten ist der Film quasi seine Zeit pro Level, wirkt so ein bisschen. Ne, die Zeit ist hinter der Cam. Da läuft die ganze Zeit die... Wir sind gerade bei 22 Minuten. Da läuft die ganze Zeit eine Zeit runter. Und dann guess, wenn ich dann das Kapitel innerhalb dieser Zeit nicht beende, dann wird es halt von alleine beendet und das ist wieder irgendwie wichtige, relevante Dinge für ein Ending oder so. One of the thieves broken in during confusion. The place is an absolute wreck. The pillow. Bewegt sich. It's floating. Geister? Life forms created by civilization. Es fliegt jetzt nicht mehr. Und Toni, Dankeschön für 40 Monate. Und Juli, Dankeschön für 43 Monate. Ist das Trash oder Horror oder beides? Es ist trashiger Erotik-Horror. I guess wir gehen in das andere Zimmer. Heiß. Habt ihr schon mal einen Erotik... einen Horror-Erotik-Film gesehen? Ich überlege gerade. Ja? Ich überlege gerade, ob man irgendwie... irgendwie damals im Fernsehen oder so nachts, da liefen ja immer so Pornofilme. Ob das so auch Pornofilme waren, so mit Horror-Setting. Höchstens Comedy-Horror. Ja, Comedy-Horror, klar. Eine Menge Horrorfilme sind ziemlich erotisch. Ja, ich finde aber diesen ganzen Slasher-Horrorfilmen, da werden ja dann oft immer so irgendwelche jungen Models genommen.
Aber da ist ja dann kein Porn-Content. Die sind dann höchstens irgendwie leicht bekleidet oder so. Scary Movie ist ja auch kein Pornofilm, ist ja ein Parodiefilm. Snuff-Filme! Ach so! Das wäre aber anders wild, wenn man Snuff-Filme erotisch findet. Scary Movie schon kinky. Ja, das stimmt wohl. Die Szene, wo er sie an die Decke wichst, war schon wild als Kind. Werkzeugkasten. Toolbox. It would be useless to take it with you. Okay. This lamp. I wonder if it works. Ah, stimmt, jetzt wo ich danach google, es gab noch diese, diese paranormale Sexszene. Die gab es auch bei Scary Movie, wo sie Sex hatte mit einem Geist. Erinnert ihr euch noch? Stimmt eigentlich, was war mit Scary Movie los? Wieso war da so viel Sex? Jetzt erinnere ich mich, stimmt, aber es gab auch diese Scheißszene. Was waren diese Scheißfilme? Ich habe noch nie Scary Movie geschaut. Keine Sorge, du hast nichts verpasst. Sex ist ein billiger Humor. Ja, diese Parodiefilme immer so Sex-Jokes und Pipi-Kaka-Humor. Das waren immer so Parodiefilme. Das waren immer die Main-Thematiken. Aber ja, ich hatte irgendwie komplett verdrängt, wie krass eigentlich dieser Sexhumor dort war. Also wie er auch so krass dargestellt wurde. Nicht mal irgendwie so dumme Jokes oder so, also nicht so verbale Jokes, sondern auch so wirklich grafische Sex-Jokes. Und ich habe das damals irgendwie mit, keine Ahnung, Alter, als junger Bursche hätte ich mir die ganze Scheiße angeschaut. Junger Bursche! You should look around. Ich finde hier nichts mehr. It's a desk clock. It must be broken. It's not moving. War das der letzte Hinweis? Nee, hier ist noch was. Junger Bursche, wie alt bist du? 70? Nee, das ist Jasus Einfluss. Die redet immer wie eine Oma. Das ist ihr Einfluss. Ja, ich habe den roten Kasten ja schon angeklickt. Und dann hat er gesagt, die brauchen wir nicht, die ist useless. Ich kann es auch nicht mehr anklicken. Okay, die Lampe kann man komischerweise an- und ausmachen. Zwischendurch immer so ein scheiß Tinnitus. Ist das wegen einem Mikrofon? Ich finde die vorherige Frau war sexier, ja? Tut mir leid. Müssen wir jetzt damit klarkommen. Ach, ich muss nochmal den Schrank anklicken, oder was? Na. Oder?
think you're doing? Kann ich sie da reinschubsen? Mach mal auf, ich schub sie rein. It's empty. Do you think you're doing? Ow! Just what do you think you're doing? Ow! Okay. Die Sexszene aus Scary Movie ist grafischer, als ich dachte. Welche von denen meinst du jetzt? Die, wo er an die Wand wächst, oder da, wo sie Sex mit dem Geist hat? Mit dem Geist. Ja, die mit dem Geist ist crazy, ne? Chat, was übersehe ich hier? Ow! What was that for? Was übersehe ich? Die lassen mich nicht aus diesem scheiß Raum raus. Hier ist nichts mehr. Junge, der Tinnitus geht mir so auf den Sack. Mach mal wieder das Licht aus. Vielleicht muss das Licht aus sein. Das Bücherregalrahmen. Jetzt habe ich Licht ausgemacht und jetzt... Hä? Wieder zu. Vielleicht muss die Tür wieder zu sein und das Licht aus sein, damit wir gehen können. Also alles, wie es vorher war. Nee! Ow! Just what do you think you're doing? Also es ist ja egal, wie weit ich wegstehe, sobald etwas man anklicken kann, kommt hier der rote Cursor. Das heißt, ich kann theoretisch das von überall sehen. Ja, irgendwann läuft die Zeit aus, ne? Wir haben noch 12 Minuten. Dann geht das Spiel weiter, I guess. Spätestens dann. Gab's unterm Bett was? Nee. Junge, dieses dumme Piepen. Macht mich fertig. Nee, ich kann Werkzeug nicht öffnen. Ich hab's nur angeklickt und er hat gesagt, oh, das ist ganz schön useless. Did you just hear a strange noise? Hä? It came from inside the armoire. Okay, der Schrank muss. Der Schrank muss zu sein und dann muss man das Licht anmachen. There's a room back there. What's a room doing there? Rätsel. Geister. Be imagining things. It's the four ball. Hey, der letzte. Great, that's all of them. Junge, die Geräusche sind voll immersiv. Ich dachte kurz, jemand ist in der Wohnung. Es hat sich gerade so angehört, als hätte irgendjemand gerade irgendwie was mit Tassen oder so gemacht. Okay, dann können wir jetzt, I guess, die Frau unten befreien, ne? Ich bin in der Wohnung. Sie lebt noch.
Wir haben alle Bälle. Do your thing. Try putting the balls in the rack. Okay, jetzt kommt ein Rätsel. Oder muss ich sie einfach nur reinlegen? Ist falsch. Und krasser Typ, der Spiele spielt. Dankeschön für 31 Monate. Vielen, vielen Dank. Okay, ich kann nur diese vier Plätze belegen. Also unten ist 5 plus 3 sind 8, sind 16. Vielleicht muss es immer dieselbe Zahl rauskommen. Sprich, da oben bräuchten wir eine 8. Ich habe keinen Achterball. Ich dachte, du darfst deine Finger nicht von der Kamera lassen. Ja, jetzt doch schon. Ich muss jetzt Rätsel lösen. Dann maybe. Okay, ich hätte noch nie Billard gespielt. Also, immer wenn ich Billard gespielt habe, wir hatten da kein festes Muster, wie wir die Bälle da reinlegen. Wir haben einfach die Bälle da in dieses Dreieck reingelegt und das war's. Nee, ich will nicht Brute Force, ich will das Rätsel verstehen. Ich mag Rätsel. Also es sind drei Dreierreihen, die wir quasi hier aufbauen. Wir haben eine halbe Kugel. Hat sie jemand verstanden? There. They're all open now. Hat sie jemand gecheckt? Okay, hang on. I'll get you off of that. Dreieck! Ich drücke Dreieck! Ich spamme Dreieck! Ah! Was jetzt geschafft? I'm all right. I can get up by myself. Thank you very much for helping me. Unsere neue Reporterin? Sie hat mir einen Kuss gegeben! Saved you. Sie will was von mir! Du kannst das Schubsen übrigens aufladen, soweit ich weiß. Oh, okay. Thank goodness you're safe now, Justine. Probier ich mal gleich. But what? We didn't find that elderly gentleman, the one that called us asking for help. I didn't think there was anybody here. I was yelling and yelling, but nobody answered me or came to help until you guys showed up, that is. But there should be an old man here somewhere. That's the reason we came, because he called us. Old man. Oder hatten wir keinen Namen? No, I tell you, I didn't see anyone. I don't know anything, not even where this is. Okay. That telephone call. I wonder if it was a trick to lure us here. But why? What good would that do anyone? John Michigan. Look, how should I know? John Kameramann. But I guess you're right. I guess we'd better get out of here. Great. I'm all for getting out of here. Justine, you wait here until we make sure it's safe, okay? Okay, fine. Mr. Briscoe, let's go look for an escape route. Was ein Scheißfilm, den wir hier drehen. Okay, ich lade jetzt auf. Holy shit!
Ouch! Oh, you're a real jerk! Hä? Die hat's gerade geportet oder so. Hat die was fallen gelassen? Hey, look! There's something on the floor. It's a key! Ich hab sie nicht geschlagen, ich hab sie nur gerammt. Schlagen, rammen ist nicht schlagen. Ich bin kein Frauenschläger. Okay, die kann man nicht schubsen. Man kann nur die beiden schubsen. Wo ist die hin? Ja, ich bin der Frauenrammer. wo ist die hin? Ist die hochgelaufen? Ich frag mich, wie das Rätsel ging. Was war dieses Rätsel? Ich habe in die Mitte die halbe Kugel. Vielleicht musste man einfach nur die halbe Kugel in die Mitte legen und das war's. Und die anderen sind egal. Ah, hier ist sie. Ah, it opened! Will! Ah! A monster! Gut gespielt. Gut gespielt. Wieso ist hier gerade so Safe Room Musik? Leute. Wollt ihr vielleicht nicht weggehen? The gun doesn't seem to work on this monster. Maybe if you shoot, was? Mann, der Text ist zu schnell! Was soll ich shooten? Da, oben. Und jetzt wieder auf ihn. Brenn! Ist das alles scheiße. Vor allem, hä, wieso war hier so eine typische Resident Evil Safe Room Musik? So voll entspannt, du gehst rein, so, oh, ich fühle mich wie zu Hause, nice. Erstmal speichern, in der Mitte. The garage door. We can get out through here. Justine, come on in. Okay, I'm coming. Das ist alles Kacke, Alter. All right, let's get out of here. Where do you want to go? I wonder if the others at the office are okay. There isn't anybody at the office anymore. The chief told everybody to go home. Fuß runter! Everybody else all personally. I bet that they're all with the families now and that they've already escaped the city. We ought to escape too. I'm worried about my family. They might still be here in Chicago looking for me. Okay. Then let's take Justine home first. You can just take me as far as you're going. Are you sure? Yeah, I'll be fine. And by the way, Mr. Briscoe, our other teams that got sent out, the ones that haven't come back to the office yet, they might still be here in the city, don't you think? We'd better find out. Son of a... Are you serious? I know where Kristen's team is anyway. Wir haben aber noch 3 he Minuten. He got word there was a monster in the old Miller family mansion. In 3 Minuten bekommen wir ein Ending. He took his team over there to cover the story. The Miller Mansion. Grünes. Mr. Briscoe, we should go there too. God damn it! Ach, ihr Arsch. Be a miracle if we get out of Chicago alive! Z 250 Erotik Points.
Keine Ahnung, wo ich die her habe. 250 Erotic Points. Ich habe etwas Erotisches gemacht. Keine Ahnung. Vielleicht, dass ich sie so hart gerammt habe, dass kurz ihre Seele den Körper für einen Moment verlassen hat oder so. Keine Ahnung. Ist das sexy? Würde ich gerne so gerammt werden? Warum klingt der Typ wie Sonic? True. Good evening, viewers. This is Carly Reese. Chicago seems to have turned into a virtual city of death. Our news team has gotten word that some of our colleagues may have been left behind in this mansion. We're just about to enter the mansion to see what's happened to them. Let's go in now. Ich hab nicht auf die Po und die Boobs gefilmt. Ja, Freeze, genau. There's a monster right in front of us. Einfach Freeze. It's not moving. I bet it would if we got too close. Das ist ein Gatekeeper. Man, that thing looks brutal. We wouldn't stand a chance against it. Make sure you stay back. All right. All right. I believe you. Okay, I guess wir brauchen jetzt irgendwie irgendwas, um ihn zu besiegen. Einen Flammenwerfer oder so. There isn't anybody here. Did they evacuate? Oh, man hört ihn hier durch die Wand. Man, look at all the money they throw around. Money? What did they put this painting up for? Ich glaube, das war, als ihr die Frau auf dem Tisch komisch angemacht habt. Ich habe sie gar nicht angemacht. Wieso sind das auf einmal wir? Er ist der Freak. Ich habe nichts gesagt. There is stew in the pot on the stove. All you have to do is heat it up. Love, Mom. Wir haben gerade auf jeden Fall Meat nicht auf the stove, sondern auf the Treppe, Digga. Riesiges Stück Meat. Wie schlimm ist das bisher? Es ist verwirrend. Looks like the basement. Wanna go down? Ja. I don't think I will. Doch, lass gehen. I get claustrophobic in basements. Warte, ich versuche mal alleine runterzugehen. Ist er jetzt tot? Poor guy. It's all over for him. God, it's a shame when a car. Er ist tot! No matter who it is. But I guess we'd better be going. Hey, und wer bin ich? Nee. Achso, hier lag eine Leiche. Das bin nicht ich. Ich dachte kurz, ich spiele jetzt Briscoe. Ah, da hätte ich bestimmt mit Aufladen, hätte ich vorhin diese eine Wand kaputt machen können, oder? Ja, das war gerade voll komisch. Ich falle hier die Treppe runter, direkt der nächste Text. Oh, scheiße, er ist gestorben. Mann, wieso kann ich nicht umrammen? Did you find anything in the basement? Nee, alles gut, da war nichts. Nah. Nah. Just another dead body. Ach so, okay. What? But how? Must have been the monster. Let's go. We don't have time to worry about it. But. Warum klingt der Voice Actor so ironisch? Ich finde, die klingen alle so. Als würden die das schauspielern. Ich meine, klar, es ist ein Schauspiel. Es ist ja Voice Acting. Das ist ja Schauspielern. Aber
es, als würden die das spielen, dass sie es spielen. Oder sie sind vielleicht einfach bad. Ich habe da oben schon was gesehen, da liegt was. What's that? There's something on top of the armoire. But it's way too high. We'll never reach it. Digga, da steht eine Treppe davor. If we use this, we'll be able to see the top of the armoire. Was ein Scheiß. Ey, wenn das irgendwo wenigstens am anderen Raum, am Ende des Raumes stehen würde, okay. Aber es steht genau davor. Spinne? Sie ist tot. Erotic points? I got it! It's a key! Maybe it unlocks something here in the house. Erotic points? Hab ich die bekommen? Fifth of nothing but gossip. Modern Mystery, Bigfoot appears. Oh. Bigfoot also. Ich bin halt immer noch, ich weiß halt nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich bin so verwirrt, ne? Ich weiß nicht, ob ich es cool finden soll. Ich weiß noch nicht, ob ich es scheiße finden soll. Ich weiß nicht, ob ich es scheiße cool finden soll. Ich bin so verwirrt einfach. Ich find's super, wie die immer wissen, wo die Schlüssel immer hingehören. Oh, da war ein dicke Gans. I bet we can open this with that key we just found. Ah, okay. Shotgun. Abfahrt. It opened. Genug für alle. Aber nur sie kriegt eine. Junge, jetzt geht's ab. It says, apparently Zucker Boy has a girlfriend. Mhm. Wichtige Info, I guess. So, und jetzt gehen wir das Monster töten. Junge, was ein Gerät. Also die Waffe. Das war laut. Huh? Damn. Looks like we're out of bullets. Bullets. Oh well, that monster's in heaven. I mean, hell. Hieß es nicht, man kann die mit Gans nicht töten? That was amazing. Ich meine, der Dialog ist so eine Katastrophe, ne? Der Dialog ist so eine Katastrophe. Letter Report. Ja, ich bin noch hier. Nicht nur, was die sagen, sondern auch, wie langsam die reden. Noch ein Gewehr zu holen, wäre jetzt stressig. Nein, es gab nur diese drei Patronen in dem ganzen Schrank. Und die anderen Gewehre waren alle leer. Man passt überhaupt auf. Just because you don't like the report, that doesn't give... Mann, die Texte, ich hasse sie. Alles in Ordnung, Briscoe? Never mind. Ich glaube, jemand muss dich mal auf den Boden der Tatsachen bringen. Wieso geht das nicht mehr? Chat, ich kann keine Leute mehr rammen. Ah!
Es ist so kacke, ey. It's another bathtub. Maybe we'll find something if we pull the plug. No, nothing. Doch, etwas ist aufgegangen. I don't know. Rätsel. Wieder der Schrank? Nee, hier ist irgendwas. Achso, das war für die Tür, ich bin dumm. Ouch! Oh, you're a real jerk! Oh Mann, ey. Komplett gegen die Wand geknallt. Ja, wohin? Frau? Lauf! Oh! Just what do you think you're doing? Oder hier, I guess, rein? It's not locked anymore. Ah. Fehlt der Mechanismus mit der Bathtube. Newspaper! Army plans large-scale maneuvers on the shores. Neue Leiche. Der lebt noch! Are you all right? Dem fehlt ein Fuß. Mr. Henning! Das ist Mr. Henning. Carly, is that you? Ah, jetzt wird's emotional. What are you doing here? Yes, it's me. We came to rescue you. Oh, hang on now, sir. Oh. I was a fool. I let my whole team get killed. What kind of director am I, anyway? Ah, das passiert jedem. Kenn ich. Ich habe auch schon zwei Reporterinnen verloren. Passiert. Schwere Zeiten. Strange. What's happening here in Chicago? And what Zaka is doing too? I don't know the details, but Jeff might know something. Lately, the chief's been sending Jeff out on special assignments. Jeff went to St. Matthew's Church. It's 10 blocks up. Went there to do a story. Oh, and could you do me a favor? Was ist Polenta? Tell my wife something for me. I'm going someplace far away to do a story. And I won't be back. Tell her it's my lucky break. Biggest scoop of my life. Scoopy. Scoopy the boop. Mr. Honey! Ah, Polizei, ja, ich denk mal. Das ist in der ganzen Stadt so gerade. He's already dead. Let's go. Let's go. Carly, come on. Ich denke mal, die ganze Stadt ist gerade irgendwie so im Nebel und im. Ich check die Story auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Let's go to the church. Ich check's auch nicht. Aber ich denke mal. Irgendwie ein Virus oder so, oder irgendwie, keine Ahnung. Der Zombie-Virus halt. Man kennt's. Überall irgendwelche mutierten Viecher oder so. Good evening, everyone. This is Carly Reese. I'm afraid I can't seem to find the proper words to describe to you the current state of affairs. We've all lost so many things. Chicago is in a horrible state of tragedy. Die so ganz Chicago ist. We're here at St. Matthew's Church. Wohl gerade so verseucht. We've all but given up hope.
Zaka TV viewers, this may be my last report. Carly Reese signing off. Aber die machen trotzdem ihren Job, ne? Für die Nachwelt. Ist wichtig. Irgendjemand muss die Scheiße ja filmen. Damit man dann für die Geschichte danach Aufnahmen hat. Maybe Jeff's one of them. Mr. Briscoe, there's something moving up there ahead. Wo? Was? Ich muss schnell runter, ich muss sie rammen. Ich muss sie rammen. Gleich kommt wieder eine Spinne runter. Daniel, dankeschön für Tier 2. Vielen, vielen Dank. Und hi. Ich komme! Vorsicht vor den Spinnen! Oh no! Is that Jeff? Ich sehe nichts. Was war das? Da war was Lautes bei mir gerade. Was ist da los bei mir? Kannst du kurz chillen? Ich weiß nicht, was da passiert. Ich kann nicht Pause drücken. Ich hab geskippt. Muss ich die jetzt wegrammen? Weg da. Warte kurz. Schießen? Maybe. Okay, sie kommen wieder zurück. Junge, schon wieder diese Musik. Okay, die rennen weg. Ich kann nicht Pause drücken. Just trying to kill it the usual way isn't going to work with this monster. But what can I do? Können wir kurz stehen bleiben? Meine Katzen haben irgendwas kaputt gemacht. Watch out! Above you! Rammen! Du musst weg oder so. Irgendwas war da gerade rot zum Anschießen. Sie schießt einfach mitten rein ins Dunkle. Chat, was spiele ich hier? Anscheinend habe ich irgendwelche Ketten angeschossen. Ich check's auch nicht. Da waren wohl die, glaube ich, Ketten, die die Statue gehalten haben. Und ich habe ihr gesagt, die soll da hinschießen oder so. Und ich glaube, die hat die Ketten getroffen. I killed Jeff. Oh my God. Wer ist eigentlich Jeff? Ich habe nicht aufgepasst, glaube ich. Chat, wer ist Jeff? Yeah, but we didn't have any other choice. Those guys. Die Kette ist nicht kaputt gegangen, die Statue ist in zwei Teile zerbrochen. They were just monsters. Ich habe keine Ahnung. Think about what we're gonna do next instead. I think I'll stay keine behind. Ahnung. Checkt hier irgendjemand die Story? I want to investigate the city a little more. And maybe I'll find something I can do. Something I can do to help. Okay, if that's what you want. The two of us will head to the main headquarters of the Zaka TV group. I bet that's where the chief is.
I'm gonna give her a piece of my mind. Tell her just how it's been going for us out here. Good idea. And give her a piece of my mind for me, too. Tell her she's a real bitch. Will you be okay by yourself? Yes, I'll be fine. You two be careful, too. Junge, Leute haben am Anfang, irgendwie zwei, drei Leute haben im Chat am Anfang geschrieben, das ist doch kein Trash. Junge, was ist das? Wir sind seit zwei Stunden hier drin und ich raff immer noch nichts. But I doubt we've seen the end of it. This fog just won't lift. It's really hard to see. Hey! Und Zahn, dankeschön für 16 Monate. Okay, perfekt. Ich muss kurz schauen. Irgendwas haben die... Null Erotik-Points! Irgendwas haben die kaputt gemacht oder so. Was ist hier geschehen? Was ist hier geschehen? Okay, irgendjemand hat versucht, auf ein Regal zu klettern, wo er eigentlich gar nicht hin sollte. Und hat da so eine Plastikblume runtergeworfen. Keine Ahnung, was sie da getrieben haben. Hätte es mehr auf den Poppes-Film filmen sollen. Ich verstehe halt das Spiel nicht. Ich verstehe nicht, wie ich Suspense-Punkte bekomme. Wie bekomme ich Immoral-Punkte? Wie bekomme ich Erotic-Punkte? Mann, früher waren Spiele besser. Was ist das? Spiel hat mir nichts erklärt, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich laufe wie so ein Dulli hinter dieser Frau her und klicke die ganze Zeit Türen an. Mehr mache ich nichts. Was ist das? Das Spiel ist auf einer hohen Ebene, dass es ein paar selektierte Menschen verstehen. Wahrscheinlich ist das so ein Spiel, was du nur verstehst, wenn du das Handbuch hast. Genau, du brauchst die Anleitung. Michigan Report from Hell Anleitung. Manual heißt das, ne? Auf Englisch. Oder so. Manuel. Download PDF. Wir laden uns jetzt die PDF runter. Und dann schauen wir uns die PDF an. So. Guck mal, wie viele Frauen es gibt. Wie viele Reporte es einfach gibt. Ich habe bisher nur zwei umgebracht. Also ich glaube, die erste ist Story, dass die stirbt. Das ist die Pamela hier. Die stirbt, glaube ich, immer wegen Story. Und dann habe ich Anne umgebracht. Und jetzt sind wir hier oben bei der Kali. Aber wie es aussieht, die haben wir auch schon getroffen. Wahrscheinlich hätten wir die bekommen, wenn die hier gestorben wäre. Aber jetzt wurde sie quasi geskippt, die hintere. Ich habe ihren Namen vergessen. Die wurde jetzt geskippt. Also gibt es halt noch die zwei anderen. Digga, was für Argumento. Configuratio. Scheiße, ich habe irgendeine andere Sprache runtergeladen. Scheiße. Oder sind hier alle Sprachen drin? Nee, ne? Scheiße. Ich brauche die englische Manual.
Hier steht nur Region Europa. Aber das scheint ja obvious Spanisch zu sein. Er heißt Jean-Philippe Brisco, ja. Okay, hier haben wir was. Ich habe mein Duolingo länger schon nicht mehr. Schon wieder Spanisch! Spain. Okay, irgendwie existiert. Okay, Reddit hier. Hier hat jemand auf Reddit gefragt. Niemand hat drauf geantwortet. Manual hier. Noch ein Manual. 575 Euro. Chat, könnt ihr kurz, hier ist ein Manual dabei. Könnt ihr kurz, halt das tun, was halt so Zuschauer tun? Aber das ist UK. Ja, UK ist ja gut. Das ist ja Englisch, UK. Als Weihnachtsgeschenk, ja. Und Papierfalke, Dankeschön für 40 Monate. Sold out. Ich finde kein Manual. Hat bei dir schon jemand Punkte New Game Plus eingelöst? Ja, sehr viele. Am Ende ist auch eine spanische drin. Okay, jetzt komme ich auf irgendwelche illegalen Seiten, Leute. Jetzt komme ich auf irgendwelche illegalen Seiten, verdammt. Verdammt. Gleich werde ich angezeigt. Wer macht es denn so im hohen Ton? Das ist Merlin. Merlin, was ist los? Suchst du deine Mama, die nicht da ist? Die miese Sau? Hier, Covers. Ach, guck mal, die alle sind, glaube ich, bekannte Frauen, oder? Hier, wer ist die hier? Oder ist das dieselbe, Chat? Nee, das sind andere Frauen. Aber es ist auch keine Manual. Ja, I guess, ich muss damit klarkommen. Was passiert, wenn man das einlöst? Dann beginnst du deine Punkte von neu zu sammeln. Wieder New Game Plus. Und hey, escaped. Haben wir das sogar? Wir haben schon Leute im New Game Plus 2. Wieso wird nach dem Manual gesucht? Weil ich das Spiel nicht verstehe. Ja, bei GameFAQ kriege ich da in der Komplettlesung natürlich auch Hinweise. Aber Junge, dann kriege ich da irgendwie so 300 Seiten Komplettlösung und muss da erstmal mich durchlesen. There's the lodge. Ohne Bilder. We're tired. We'd better rest there a while. Sorry about this. If I hadn't crashed the van, we could have been at headquarters by now. Wieso sind wir nochmal hier? Und wo ist unsere Reporterin? Folg mir lieber nicht, folg mir lieber nicht, folg mir lieber nicht!
So. Look! Somebody's lying there unconscious. Let's go see. But be careful. It could be a monster. Das ist halt immersiv, als hätte man eine Ahnung, was... Ja, dass ich von der Story nicht checke, okay, das liegt an mir, weil ich da nicht so aufpasse. Aber mir geht's darum, mit diesen Punkten, mit diesen Suspense-Punkten, mit den Immoral-Punkten, mit den Erotik-Punkten, wie sammle ich die? Doesn't look like a monster. Ach echt? Is it alive? Da ist die andere Reporterin, die wir gerade gesehen haben. Are you two with Zaka TV? What are you doing here? Did Dwight ask you to come? No. We had a little car crash. We've been wandering around looking for help. We just found this place totally by accident. Really? And you? What were you doing there passed out? I was supposed to meet Dwight here. But I can't remember anything else. Huh? Anyway, let's go inside and talk. I can't relax out here. Erotik muss man auf Höschen zum Beispiel ganze Zeit draufzoomen. Sie hat eine Hose an, solche, die jetzt die Hose ausziehen oder was? Und Erotikmagazine finden. Das klingt ja scheiße. How did you know we were a Zaka TV news team? Because that's a Zaka TV shirt. Also muss ich die ganze jetzt so spielen? Dwight works for Zaka TV, so I recognized it. Huh? By so Dwight? Die ganze Zeit spielen? Do you mean Dwight Murdoch? Für Erotikpunkte? Yes, that's right. Do you know him? Of course I do. He and I go way back. He got hired at the same time, you see. He never told me he had such a cute girlfriend. Auf seinen Crotch? My name's Nina. Nice Nina. To meet you. The name's Briscoe. And what about you? Was? Camera, ich hab auf dem Boden den Teppich gefilmt. With TV cameramen. But you probably know all about it. Yes, I do actually. Dwight's the same way. So, why did you come? Shit, was spiele ich hier? Didn't you think you should evacuate? I heard the evacuation advisory after Dwight had already gone out to cover the story. He called me from where he was. He couldn't make it back to our apartment, so we agreed to meet halfway. Ihr labert hier ruhig, ich gehe nach Pornomax suchen. Katze? Why were you passed out? Did you get attacked? I don't know. Maybe. The question is, who attacked you? If he's hanging around here when everybody's evacuating, he must be up to no good. Junge, was sind das die ganze Zeit Tüten? Ist das was zu fressen? Hier sind voll viele von diesen Tüten. Such nach den Pornos. Ja, was? Junge, jemand kommt hier rein und ich rede darüber, dass ich ihren Arsch filmen muss und Pornos suchen muss. Calm down. Beruhig dich. Komm erst mal runter. Soll ich schubsen? It's starting to rain. So, you think this guy is nearby? I don't know. But don't worry. We're here with you now. That's true. I wonder what's keeping Dwight, though. Why don't you try paging him? Good idea. Nope, no can do. The phone's not working. Damn! So aber was bringen die Punkte? Ja, es gibt ja verschiedene Endings. By the way, Nina, did you come here by car? Yes, I left it in the parking lot. Okay, good. Here's what we'll do then. We'll wait for Dwight until it stops raining. If he doesn't show up by then, we'll take off in your car. It won't do us any good to hang around here. Digga, wie lange labern die? We can contact Dwight from the office anyway. Okay, that sounds reasonable. Hat man Füße? Until then, nee.
We should each take a room and Kamera ist zu groß. And try to get our strength back. Um die eigenen Füße zu filmen. You must be tired too, Nina. Why don't you take a shower or something? Yes, all right. I guess I will. Okay, wo ist die Dusche? Wir brauchen Erotic Points. Hallo? Was passiert hier? Man. Hä? That shower did me a world of good. Hä? Was passiert? Sounds like the rain stopped too. Was ist passiert? I guess we'd better head out then. Nina, could you go get the car from the lot? Sorry, but I want to rest a little bit more. I feel a little dizzy. Are you all right? Wir sind alle zusammen duschen gegangen. Ah, ich bin duschen gegangen. I just need to rest. That's all. Are you sure? Yeah, you'd better hurry though. All right, let's go. Huh? Did you hear something upstairs just now? Is somebody up there? Arsch gewaschen, ja. Jo, wie sie da hinsprintet, voll die Mutige. No! Scheiße. Nicht der Peter. No! Who could have done this? It's probably somewhere close by. We can't stay here any longer. You're right. I'll go get the car. Let's go. Kann man Peter ausziehen für Erotik? Das ist eine Leiche, du Freak. Der ist tot. You might not know it to look at me. But I'm pretty good with a gun. As long as we have this, we can feel safe, huh? Wir haben eine Shotgun. Briscoe is pretty calm about finding his coworker dead, don't you think? Maybe he's a really cold Merlin, guy. Komm her, hör auf rumzuholen. Maybe he's just seen too much, and he's gotten numb to it all. But wait a minute. You don't suppose... Do you think Briscoe could be... Nah, he couldn't be. What am I thinking? Ja, die Dialoge machen mich auch echt fertig, ey. Die sind so lange. Ich kann mich nicht mehr darauf fokussieren, weil die so langsam sind. Come on, get in. Let's get back to the lodge. Briscoe is waiting for us. Hey, Nyoko. It only took us 5 minutes to drive back. Ich bin ein TikTok-Kind, Mann. Die reden zu langsam. Ich kann der Story nicht folgen. But I guess that's the way it is. The bigger things are, the less real they actually seem. Almost like a video game, you know? I'm sorry. Sollte Briscoe der Böse sein, als ob Briscoe jetzt diese Mutanten heraufbeschworen hat. Look, here we are. Die sind KI generiert, ja. Das ist das damalige KI. Briscoe! We brought the car back! Briscoe! Briscoe ist tot. Scheiße. Nee, er sitzt hier noch. Alles gut. Was macht er da? Er hat Musik oder so. Do you still feel dizzy? No. I'm fine now. Let's head out. What was that? Ich drücke Dreieck. Huh? Oh my god. Oh my god. Junge, das ist einfach das YouTube-Geräusch. Das ist dieses YouTube-Jumpscare-Geräusch gerade gewesen. Shoot it, Nina! Yo, geiler Wurm! What a scoop! What a scoop!
The shotgun seems not be bla bla bla. Lampe. Die Tüten. Kamin. Nina? Er wird sie essen. Er hat sie gegessen! Oh mein Gott! Ja, Brisco. Doof gelaufen, oder? Ich habe auch erst an Kronleuchter gedacht, aber ich konnte ihn nicht anklicken. Ja, das war ein bisschen antiklimatisch. Ja, weiter geht's. Es gibt noch eine Reporterin, die wir haben können. Was für Keck Linkton, Alter. Hey, Glasi, was geht ab? We encountered a gigantic monster at the lodge. We never would have gotten this far without Nina. Alles gut, wir haben gleich noch eine. Was, wir würden wir niemals so weit kommen wie mit Nina? Wir haben nichts gemacht mit Nina. Nina war da, hat eine Shotgun geholt und dann wurde sie gefressen. We're here. The fog is thick here too. We might run into some monsters, so watch out. Sie hat literally nichts gemacht. Wir sind angekommen, sie lag bewusstlos auf dem Boden. Wir haben sie aufgeweckt, dann hat sie uns irgendwo hingefahren, um eine Shotgun zu holen. Ach, die lebt auch noch. Mr. Die ist einfach Brisco. Verschwunden. You're all right. Oh, thank goodness. Yeah. A lot of stuff happened, but we're still alive. Good to see you're all right too. How were things at home? My family had already gotten away. Okay, sie ist irgendwie nach Hause gefahren. I couldn't find Jonesy though. I'm a little worried about him. Worum geht's in dem Game? Ich habe keine Ahnung. Irgendwie sind die beiden Monster oder so. Oh, okay. Well, I bet your family took him with them. So what about the chief? Did you already talk to her? No, I was just about to go in. Oh, okay. In that case, let's go in together. Ah, ich kann mich nicht konzentrieren, okay, ich gebe mir now. Mühe. Let's really let the chief have it this time. Was machst We've du really da? Gotta let her know in no uncertain terms. The teams go through hell out there when we're covering the news. Especially this Kinder time. Heutzutage. The government issued an evacuation advisory, but she sent us out anyway. A lot of our colleagues have disappeared. Some of them are even dead, like Pamela. I'd like to make that damn chief go through the same thing poor Pamela went through. Deutsche, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, durchzuspielen. I think the company has been handling things really badly this time. Damn straight. And you know what else? She'd better make damn sure she doesn't go exposing any more of us employees to danger. Ich glaube an dich. And she'd better let the wie mal immer Nikolaus, genauso wie jeder Tag davor. Aufgestanden, Video geschnitten, and gespielt. You get it all on tape, all right? Okay, good. Ja, es passiert halt nichts. Yikes! Monster! Yikes! Pesky, run! Yikes! Hinter dir! Ich muss sie umrammen, ne? So, beiseite. Da kommt ein Monster, du musst weg. Du musst weg. Die kommen von überall. Schnell weg! Leute, wir müssen weg! Vorsicht! Vorsicht, weg da! Nein! Carl! Carl! Carly!
Also ich wohne nicht allein und ich habe auch nichts im Schuh gehabt. Aber ich habe ganz viel Durchfall gehabt auf dem Teppich im Badezimmer. Das, oh mein Gott, ist ein George verdächtig. Oh mein Gott. Was hättest du da tun sollen? Keine Ahnung, ich habe die Dinge angeklickt, sie hat nicht darauf reagiert. Ich habe sie umgerammt, sie hat nicht darauf reagiert. Poor Adonis. Ja, ich habe keine Ahnung, diese Monster greifen wohl nur Frauen an oder so? He joined the company after I did, but I had a lot of respect for him. Das sind so frauenhassende Monster, I guess. Weil die greifen nie den Briscoe oder mich an. God damn it! I feel so empty. Come on, let's just head to Grand Park Station. Look, it's a Sasaki TV news van. There might be some survivors in it. Let's check it out. Ist auf jeden Fall nichts Alltägliches, zählt in meinen Augen als Nikolaus-Überraschung. Ja, momentan haben bei uns ein paar Katzen einen Durchfall. Also momentan ist das ein tägliches Ding. Die haben die letzten Tage jeden Morgen uns mit Überfall, Durchfall überrascht. It doesn't look like there's anybody in the driver's seat. Also wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir nur noch zwei Reporterinnen. Eine, die wir noch gar nicht kennengelernt haben und eine, die vom Billardtisch. Is there somebody in there? Und wenn die ja weg sind, dann haben wir das Spiel durchgespielt. Da, da ist die neue, die kennen wir noch gar nicht. Oh, it's Mr. Briscoe. You're still here in the city. What about you? Didn't you evacuate either? Die scheint glücklich zu sein. The chief ordered us out on a report. The team and I all came together, but we got separated somehow. Yeah? Stark, Yuna. We lost our reporter too. We lost our reporter too. We lost our reporters. We're on our way to the Plural, station. Briscoe. Oh, good. Then we can all go together. I've been hearing this roaring sound around here, like some kind of wild animal. I was scared all by myself. I bet it's a monster roaming around. Let's okay, get out of here tot. Fast. Come on, Paula. Let's go. Hieß die erste nicht auch Paul? Ne, die ist Pamela hieß die erste, ne? Ich habe ein T-Shirt zum Geburtstag bekommen. Alles Gute. You know, now that I think about it. Also das Spiel hat wahrscheinlich mehrere Endings, weil man mit jeder Reporterin einmal durchspielen kann, I guess. If it spreads through the air, then there's a good chance we've all already been infected. Oh nein. Oh my God. Isn't there any kind of medicine, like a vaccine or something? Well, that's why we're heading to the station now. The station? That's right. We got some info that told us it might be there. Oh, okay. Then we'll be all right. Don't scare me like that. We don't know anything yet, though. Hey, we're almost there. Heißt, man kann auch am Ende 6 oder 8 Reporterinnen Good haben? To you. Also, I guess also ich denke mal, Pamela stirbt immer. Und die anderen kann man dann theoretisch alle behalten. Und wie bei Until Dawn halt quasi. Du hast immer ein anderes Ending für die Anzahl der Überlebenden. The cause of the tragedy now occurring in Chicago, I guess. Is a new bio und dann hast du noch zusätzlich noch ein Erotik-Ending oder Nicht-Erotik-Ending für jede Frau. It could be located somewhere here in Grand Park Station. The question is, will we be able to find it? Gestern wurde kein Game gezockt, mein Internet hat gestern ein bisschen crazy gespielt. In fact, there isn't a soul anywhere around. Arsch! But it's not like this is an hat die fucking hässliche Schuhe an. Junge, halbe Cowboy. Aber was ist das Ziel vom Spiel? Du schaust doch nur zu, oder? Ich schaue nicht zu, ich filme. Wir schreiben gerade Geschichte. Chicago ist gerade... wird gerade angegriffen von Monstern.
Und wir sind die Einzigen, die das aufnehmen für die Zukunft. Wir schreiben Geschichte hier, okay? There's a train stopped at the platform. Let's go take a look. Bleib stehen! Glück gehabt. Looks like some kind of research documents. Cultivating anti... Okay, Gagne cells can be cultivated... Okay, room temperature. Following ingredients required. Sodiumchlorid. Potassiumchlorid. Magnesiumchlorid. Anti-Gagne cells can be... Okay, wir haben jetzt hier ein Anti-Ding jetzt gefunden. Ein Mittel, wie wir uns... wie wir die Infizierung heilen können. Have a look at this, viewers. This car looks like it might have been used for transporting some kind of animals. These Schade. Appear to be cages, but there isn't anything. Ja, hier waren die Monster drin. Die haben die Monster hier hingebracht. Und dann ist hier eine ausgebrochen. Maybe the animals escaped from here. Und dann hat er alle anderen infiziert oder so. Willst du auch? Hast du Glück gehabt. Mann, beeil dich doch! Immer nur am Rumliegen. They look like some kind of research documents. Animal experiments? Virus was administered lab subject, subject within... Okay, Stage 1. No particular outward changes, no actions, however, appear to be sluggish. Stage 2. Subjects view leech-like objects looking almost like pieces of meat. Possibly the virus developed inside the body. Stage 3. The bodies of the subjects begin to change dramatically. Bodies change, they become more aggressive. Ja, ist okay. Haben wir gecheckt. Die verwandeln sich in Monster, ist Virus. Ist okay. Kann sie jetzt eigentlich sterben? Gleich bricht was aus dem Container raus. Ein mutierter Löwe. Da lag noch einer auf dem anderen Bahnsteig? Wo, was? Schuh, da liegt jemand. Da ist auch ein Spot. Da gehen wir wahrscheinlich gleich hin. Oder sie geht gerade dahin. Weil das ist ja schon am Leuchten, ne? Das Game ist so tot. Ich wünschte, meine Reporterin wäre tot. Das wäre nice. I guess hier lang? Wo ist sie hin? Mitte, maybe? Vielleicht ist sie auch hochgelaufen? Da hinten leuchtet es grün. Ja, da steht sie. Junge, wie weit sie gelaufen ist! Ja, ich will mir das auch anschauen.
Could it be one of Dr. Connors Underlings? Junge, wer ist denn jetzt Dr. Connor schon wieder? They have top secrets stamped on them. Vaccine culture for the virus are mutated. Yeah, they have high immunity to... Okay, says... okay, T-Zellen... Okay, yeah, okay. Prevent infection, introduce anti-G cells into the body. Is the subject already been infected? Then okay, special with ammo can be... Oh, es gibt Munition! Impfmunition! Das Rammen schon das Beste an dem Spiel, ja. Aber das Ding ist, ich habe das Gefühl, wir sind schon fast durch und ich will das Ende jetzt sehen. Und jetzt irgendwie kurz vorm Ende abzubrechen, wäre auch kacke. Und ich glaube, wir sind kurz davor, es zu beenden. Du bist so gut wie durch. Nice. Und hey, Moggy. Ich glaube, uns fehlt das halbe Spiel, weil die Level immer so früh zu Ende sind. Nicht hallo? Die meisten sind bei mir nicht direkt gestorben. Außer Nina. Nur Nina ist direkt gestorben. Die anderen haben ein bisschen gelebt. Und Gospoet. Dankeschön für 52 Monate. Wir werden wahrscheinlich eine Frau vor der Spinne retten können, wenn du vernünftig... Ja, ich wusste da noch nicht, dass ich aufladen kann, dass ich das Rammen aufladen kann, okay? Ich habe sie zweimal normal gerammt, das hat aber nicht gereicht. It's a dead body! There's a dead body here! I think she's holding something in her hand. What is it? It looks like a bottle that had chemicals in it. The bottle is broken and empty now. I wonder what was in it. Das war das Gegenmittel. Aber wo ist das Bottle? Have the same function as T-Cells found create antibodies against if a subject has already been infected with the virus ultimately resulting in the subject's death. Warning. Functioning of drops any rising. Okay. For this reason, alcohol intake after immunization is strictly prohibited. Alcohol has been proven to decrease the... There are some ingredients listed on the bottle. Alkohol ist gefährlich. Sodium chloride. Potassium chloride, magnesium chloride. Hmm, it looks like they make a culture medium for the vaccine with these ingredients. Do you think we could find other things that have these ingredients in them? Like the erotic points. Ich versteh's eh nicht. It has something like these in it. Da, erotic points. Really? I think so. Anyway, they sell that drink in convenience stores. Ich werde jetzt nicht zwischen die Beine von der Leiche filmen, okay, für Erotic Points. I think there was a convenience store nearby. Let's go. Ah! What is it? Diese Musik immer. Willst du was machen, oder? Da war's. Der Zug kommt! Just trying to kill it the usual way isn't going to work with this monster! Oh! Paula! Paula! Oh my God! Ich hab sie nur aus Joke geschubst, okay? Ich dachte, wir sind schon durch. Weil sie ist auch weggelaufen von dem Monster. Ich dachte, es ist jetzt quasi durch und wir warten jetzt nur auf die Katzin, bis sie startet.
Aber es war wohl noch Gameplay. Null Erotik. Ich habe ihr auf dem Arsch gefilmt, mehrmals. Also funktioniert Erotikpunkte doch was wie, irgendwie anders. Wir haben noch eine. Die sind noch nicht alle tot, okay? Wir haben noch eine. We're almost at the airport. The military transport is gonna come get us. Time to say goodbye to this monster. Ich habe alle Knöpfe durchgedrückt. Ich kann mich nicht hinlegen. Yahoo! Don't you leave without us. Mark! Boah, true, die ganzen Treppensituationen, die waren nur fürs Höschenfilm, stimmt. I'm waiting for my girlfriend. Oh mein Gott. What? Ich kann auf dem Boden chatten. Ich habe das D-Pad gar nicht getestet. Oh mein Gott, ich hätte mir alle Höschen fotografieren können. Verdammt. I see. I'm a Zakatiba reporter too, you know. Moment, ich krieg jetzt einen Mann? Weil ich so reingeschissen habe, krieg ich jetzt einfach einen Mann? Well. Jetzt hast du einen guten Grund für ein Replay. I've been thinking. Ich weiß nicht. Even if she is alive, I don't think she'll show. What are you talking about? Wer hat Goofy Schuhe? I think I got the meeting place wrong. Oh, okay. Das ist das Bad Ending, weil wir keine Frau bekommen. Come along with us. Keine Love Interest am okay. Ende. All right. This is our last report. Nice. Good luck. Thanks. Aber die eine, die wir vom Billardtisch gerettet haben, die lebt noch. Stand by. 3, 2, 1, go. Good evening, viewers. This is Mark Bockwinkel. We're here at the Great Tezu Airport in an attempt to evacuate Chicago. As you can see, the airport, just like everything else, is blanketed by thick fog. Visibility is practically zero. Will the military transport be able to come? Für coolere Aufnahmen noch zwischendurch. For now, let's move on to the control room. Ein paar coole Actionaufnahmen. Okay, that was good. Let's go. We're here inside the control room. There isn't anybody here. Now, we have to ask, will a military transport really be landing here to rescue civilians? Wirklich alles weggebombt. Something is coming in over the radio. Die bomben alles weg. I wonder who it is. Die werden alles wegbomben. Ja, Air Force. Okay, rescue. This is the Great Tezu control room. Can you hear me? Das ganze Setting ist doch safe eine Inspiration von, wie heißt der Film? Von das Buch von Stephen King? All right. Ich glaube, das Buch hieß einfach nur Der Nebel oder so. Ja, es hieß, glaube ich, einfach Der Nebel, ne? This one? Da war auch die ganze Stadt voller im Nebel und im Nebel waren dann irgendwelche Monster. Could the power be cut off? Aber ich weiß nicht, ob die auch ein Virus waren oder so. Aber das Setting war keine ähnlich. Ja, Silent Hill bestimmt auch inspiriert von. Ne, bei Silent Hill war ja Nebel was anderes. Das war ja Limitierung der Konsole. Und danach wurde es zum Stilmittel. Aber hier ist es ja keine Limitierung. Hier ist ja der Fog, I guess, gewollt. Ich kann nicht laufen.
Kann ich jemanden rammen? Oh, da. Hey, look at that map. Ja. There's that lighthouse. That's it. The lighthouse. Would the lighthouse work? That would be fine. Okay, we've located it on our map. Now, if you'll just turn on the lighthouse beacon, we can land. All right. Please wait for us then. Ich denke mal, die Akkuanzeige unten links ist wahrscheinlich auch ein Indikator für, wie kurz wir am Ende, vom Ende sind. Ne? Das war so die Kapitelanzeige. Let's get to that lighthouse. Come on. Hey, come on! What's taking you guys so long? Let's go! Come on, get in! Yeah, ich versuche. Huh? Somebody's coming. Wer ist das denn schon wieder? Hey, cameraman. Wir haben doch noch eine Reporterfrau, Chad. Well, wir haben noch here eine. You all are. Okay, die ist böse. It looks like we all made it in time. Die ist böse. Die muss ich umrammen. Is that right? In that case, you'd better hurry to the lighthouse. I'll wait here while you turn on the beacon. We'll meet up again after that. I'll have a talk with General Sanders to be sure all of you will be allowed onto the tram. Hä? What was that thing? Did you drive it away? Hä? Maybe it ran off. Hä? Da war doch nichts. Thank you all very much. Hä? It was her again. It was Pamela. Pamela? You mean Oh, Pamela ist mutiert. But what happened to her? Look, Chief. Just wait in the security office for us. Respectfully, Chad, ist nur für die we'll Punkte. Ist nur für die Erotic right. Points, okay? Respectfully. It's gameplay. Oh, hello, people! It's a man. Finally real Schieß! People! At last! Der ist ein Zombie, schieß! I have no idea what's going on. Where did all this fog come from? We don't have any time to waste on this guy. We've got to get to the lighthouse. Wait! Schieß doch! Don't go! What? I've been so lonely all by myself. Don't leave me. Oh, der hat keine Gun dabei. This guy is looking really sick. Nur die Frauen hatten eine. I bet he's infected with that virus. Virus? What are you talking about? I don't have a cold or anything. Oh, okay. This guy doesn't realize what's happening to him. I didn't know what I was gonna do. I woke up and everybody was gone. Der hat echt einen beschissenen Tag gehabt, ne? Wenn dein Tag so endet, dass dir ein Schuh fehlt. Where could Dr. O'Connor be? I wonder. What did you say? Don't tell me you're Dr. O'Connor's guinea pig. What? You know Dr. O'Connor too? Where is he? That Dr. O'Connor is so mean. Poking and prodding a guy's body like he was nothing. Ja, wenn beide fehlen, könntest du sagen, okay, er geht gerne barfuß spazieren. Weil er gerne die Erde unter seinen Füßen spüren möchte. Naturnaher Mensch oder so. Aber das hier... What the heck is going on? Hey, you guys! Get Dr. O'Connor to come back! Schieß jetzt! Wait a minute! Don't go! Wait! Kommt da jemand? Look! Over there! Do you see that? Nee. Come on! I'll race you! Ah!
Ich will ihn schubsen. Wo ist er hin? Okay, man kann ihn nicht schubsen. Hey, come on, over here! No! Keep away from me! Stay away! Ist das alles scheiße? Jetzt greift ihn ja wirklich an! He's not human anymore. He's a monster. It's kill or be killed, I say. Where's Dr. O'Connor? Es endet einfach nicht! Was zum Fick ist das? Ich glaube, ich hab ihn. Au! That hurts! Don't kill me! Please don't kill me! But I suppose. Boah, imagine, du bist damals in den Laden gegangen und hast dieses Spiel gesehen. Und dachtest, das sieht nach einem coolen Horrorspiel aus. Und dann hast du das hier bekommen. What is with this guy? Huh? Oh my god! Run! Run for your lives! Da kommt ein Knutschgeräusch. Meine Kamera. Schlimmer wäre es, dafür 575 Euro auszugeben. I guess ist ein Sammlerstück, oder? The fog. It's clearing away. Ja, und wo ist er jetzt hin? That guy, ist er einfach geplatzt? He was what was causing everything? Er ist wahrscheinlich geplatzt. Where's ne? The transport? I don't see it anywhere. Come on. Moment, das let's war's? Get to the lighthouse. Der Grund für den Virus war dieser Typ. Das Versuchskaninchen von Dr. Connor. This is the lighthouse. Now all we have to do is turn on the beacon. Look, you two go on without me. I've done enough work. Why? What's the matter? I've been thinking it over, and I've decided to stay here. Erotic points? You think I'm crazy, don't you? But nobody can decide for you what's crazy and what's not. You have to make up your own mind. Do you see? Peak Story. Ja, wir haben ja nicht die ganze Story bekommen. Anyway, es wurde ja gesagt, hätte ich die Frauen länger am Leben gelassen? Nina might be waiting for me. Nina ist tot. Did you say Nina? Scheiße. Yes. Why? What about it? Seine Frau? Seine Freundin? Nothing. It's just that that name. It brought back some bad memories. That's all. A woman I knew. Nina. She fought a monster. And she wound up getting killed. She was waiting for somebody too. Die wurde einfach mit einem Happen runtergeschluckt. Well, that's too bad for her. But it doesn't have anything to do with me. Oh doch. Well, no. Of course not. Anyway. Well, say hello to your Nina for me. Invite me to the wedding when you have it. Junge, was ist das für ein Dialog?
Hey, wie null Erotikpunkte? Frech. Jetzt Finale? Ich dachte, das ist schon das Finale. Also, die Ursache ist ja jetzt weg. Das Ding ist geplatzt. Und jetzt werden wir abgeholt oben von... So, this is the lighthouse, huh? Vom Militär. Und dann ist vorbei. Und wir hätten hier vielleicht eine Reporterin am Ende noch haben können? Well, let's get this taken care of. Wir haben, wie gesagt, eine lebt immer noch. Die vom Billardtisch, die lebt immer noch. What do you think of Mark? Don't you think there's something odd about him? Wieso? You know what I think? I think that reporter knows who's behind all this stuff that's been going on. That one's the chief's favorite after all. Yeah, and that damn chief! She was the one that forced us all into this whole mess from the start! Goddamn chief! The next time I see her, I swear I'm gonna... Oops. I forgot you were getting this on camera. Man, that guy they were experimenting on. Do you think he was what was causing the fog? And what was up with that plane that crashed into Lake Michigan? Vielleicht hat jedes dieser Monster so eigene, andere Fähigkeiten. Und dieser Junge am Ende, der war einfach derjenige, der für diesen Nebel zuständig war. Aber die anderen Monster haben nichts mit ihm zu tun oder so. This must be it. This is the power supply to the lighthouse. Ja, der Akku ist so gut wie leer. Das ist wahrscheinlich, weil gleich das Ende ist. Come on, let's go up to the top. Ja, jetzt wird nochmal alles Erlernte abgefragt. All these deaths we've seen. Everything's all confused in my head now. Und in meinem erst. I get this feeling some of these murders didn't have anything to do with the virus at all. I guess I've probably just about got the whole thing figured out. Ja, der erste vielleicht mit der Spinne. Ich weiß nicht, ob das eine mutierte Spinne war. Hey, what do you think? Who do you think's behind all of this stuff? Now's your chance. This is your opportunity to let everybody know exactly what you think. Boah. Well, magic, how about magic moment. Hmm. Won't talk with the camera on, hey? Ha! Coward! Okay. The fog's completely cleared away. I don't see that transport anywhere, though. It looks like they deserted us. Boah, bitte kannst du aufhören zu reden und einfach weitergehen. But who cares if they don't rescue us now? Without that fog, there won't be any monsters. We can go anywhere we want. I don't know why. But I feel so tired. Oh, der verwandelt sich gleich. I'm not feeling very good all of a sudden. Das ändert ein Bild ab. It can't be. Okay. Was kann nicht sein? Was passiert draußen? Ja, er ist infiziert! Der Akku. Chat, die Kamera geht aus. Wie er grinst.
Oh, er greift ihn gar nicht an. Was ein Scheißspiel. Krass. Krass, war das schlecht. Also, ich meine, die Idee ist an sich ja ganz lustig. Dass man so einen Kameramann spielt. Aber irgendwie wäre es cooler, hätte es irgendwie mehr Gameplay drumherum gegeben. Das war irgendwie ein bisschen enttäuschend. Und die Dialoge waren teilweise echt fürchterlich. Also wie lange die auch gezogen waren teilweise. Boah. Ich hab ein bisschen mehr erwartet. Keine Ahnung. Ich hätte mir vielleicht vorher mehr dazu anschauen sollen. Aber ich habe wirklich irgendwie mehr Gameplay erwartet. Aber das wäre wirklich gar nichts. Wir mussten einfach die Kamera auf Monster halten und dann sagen, schieß. Auf die 3-4 Monster, die es gab. Vor allem, weil am Anfang auch noch so das so geteased wurde mit dem von wegen, yo, du musst so Dreieck drücken, um zu sagen, Hilfe, also dass du denen hilfst und so weiter. Aber diese Situation kam halt auch nicht. Am Anfang, das mit der Spinne, wo man die dann so wegrammen musste, dachte ich mir dann auch, okay, wahrscheinlich werden solche Situationen öfters kommen. Aber die kam dann auch nicht. Glitch Prison oder Dust Game? Also Glitch Prison war auf seine Art und Weise scheiße. Das war auf jeden Fall interessanter, sagen wir mal. Aber am Ende dann des Tages enttäuschender. Beim Glitch Prison habe ich halt nicht viel erwartet und habe auch nichts bekommen. Aber hier habe ich irgendwie mehr erwartet. Und deshalb bin ich gerade irgendwie so ein bisschen, ich habe das enttäuschende, so ein Enttäuschungsgefühl. Ich weiß halt auch nicht, was ich erwartet habe, aber irgendwie mehr als das. Hab das Spiel nicht so wirklich verstanden. Es war auch irgendwie schwer, den Dialogen zu folgen, weil sie teilweise so nichts aussagend waren oder teilweise halt wirklich so lang gestreckt waren. Es war so schwer, sich teilweise überhaupt darauf zu fokussieren. Ich habe mal anhand des Bildes von dir beim Bowling-Spielen deine Größe ausgemessen. Darf ich droppen und du sagst, ob akkurat? Das klingt ziemlich creepy. Du Freak. Aber sag mal. Story war halt Banger. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwie mehr von der Story erwartet. Aber die Story war am Ende, also das, was wir mitbekommen haben, war halt so 0815 Zombie-Apokalypse. Nur, dass es halt keine Zombies waren. Sondern irgendwelche anderen Viecher. Über 2 Meter. Ja, ich bin 2,09 Meter. Ja, das sind circa 37 Duplos. Ich muss auch sagen, ich bin so enttäuscht. Ich bin nicht mal interessiert daran, wie die anderen Endings sind. Ich bin nicht mal daran interessiert, jetzt auf YouTube zu gehen und mir andere Endings anzuschauen. So enttäuscht und desinteressiert bin ich jetzt von diesem Spiel. Alter, 250 Erotic Points.
mein Ending ist das Divine Being, oder was? A divine being who reports the stories as they arise and has a strong belief in rationalism. Das war nicht das Ending? Was war das dann? Der Anfang? War das nur Tutorial? Jetzt geht das Game los. Ja, wir können mal kurz in die anderen Endings reinschauen. I guess. Da kommt noch was eigentlich. Okay, ja, mal schauen. Ah. Oh, wir sind schon Hotboy. I'll never forget you, Nina. Your beautiful eyes. Your lovely black hair. Wieso denn immer Nina? Soft, translucent die war fünf Minuten da. And Nina. I'll never forgive the guys that put you in this situation. It's... Okay, jetzt bin ich doch interessiert, was die anderen Endings sind. Jetzt bin ich doch interessiert. Warte, wir gucken mal YouTube. Der wurde einfach weggerammt, ja. Jemand hat sich gerecht. Replay. Ich meine, Replay ist, glaube ich, auch nicht so schlimm, weil ich glaube, du konntest alle Dialoge skippen. Also tatsächlich, wenn man irgendwie alle Endings grinden will, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Nicht so anstrengend. All vier Endings. Vier. Es gibt vier. Gar nicht so viel. Es ist das High-S-Ending. Ja, das hatten wir gehabt. High Suspense. Okay, also ist eigentlich nur diese Leiste oben der Indikator fürs Ending. Eins für High-S, eins für High-Erotic und dann wahrscheinlich irgendwie noch zwei in der Mitte. Also es scheint wohl, Nina scheint wohl der interessanteste Charakter zu sein, also der wichtigste für die Story. Weil Boris oder wie der hieß, für den war irgendwie Nina auch voll die große Nummer. Und die war halt bei uns hier, weil sie so schnell gestorben ist, halt literally fünf Minuten da. Wir haben sie vor der Lodge getroffen, haben kurz geduscht, haben dann eine Shotgun geholt und dann hat das Monster sie gefressen, das war's. Wahrscheinlich wäre sie für den Plot irgendwie recht relevant gewesen. And Nina, I'll never... So, das ist Ending Low, Low E, also Low Immoral. Okay. Der hat eine andere Frisur hier. Ich glaube, dieses Immoral bedeutet, wenn du super viel rammst, oder? Und sich diese in der Mitte dieses Ding da so ausbreitet. Hello, viewers. This is Andy Steamboat. Digga, wer ist der denn? Auf einmal eine ganz andere Stimme. Oder, oh, basierend auf das Ending, Leichenfilm, ah. Basierend auf das Ending hast du quasi einen anderen Charakter. The TV cameraman. I've just lived through some pretty terrifying experiences. But the real horror is just about to begin. All of you watching this right now, I firmly believe you have the right to know the truth. That's... Das ist genau das Gleiche, okay. Jetzt kommt High Erotic. Das ist also der Perverse. So sieht der Perverse aus. This is Teddy Snooker, Zaka TV Cameraman. Okay, der scheiß Creep. Covering the news through all of this has been a real bitch. But now, I can finally take it easy for a while. Hey, hey, what do you think about those sexy close-ups I shot? Bet that'll give the ratings a real shot in the arm.
And by the way. Ja, okay, die sterben einfach alle am Ende. Und Ending High E, okay. Ja, wie viel Immoral der hat. A demon-controlled cameraman. Okay. Who is a temporary cameraman and has the strong belief in rationalism. Look closely. It's me. It's me, see? Okay, wie scheiße. Ach so. Okay. Ja, es ist, also die Endings sind an sich, auch wenn die alle gleich sind, aber die Idee dahinter ist irgendwie ganz funny, dass basierend auf dem Ending, wie du halt spielst, ändert sich halt quasi am Ende der Kameramann. Also es gibt halt wahrscheinlich in diesem, wie heißt das, Zucker, wie heißt das, dieses Ding da, wo die alle arbeiten, dieses Reporter-Firma da, da gibt es ja super viele Kameramänner, ne, und basierend drauf, wie du spielst, spielst du halt sozusagen einen anderen Kameramann. Und der letzte Kameramann ist einfach ein Typ, der besessen ist von einem Dämon. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Okay, gut, Chat, ich nehme alles doch zurück. War eigentlich doch ganz lustig. Gutes Game. War ein gutes Game. Die Endings haben es nochmal gerettet. War ein gutes Game. Ja. Minecraft Steve going Rampage, ja. Das war alles wert, ja. Solar 51 hat es mal wieder geschafft. Ja, Chat, das war's dann für heute, ne?